den drittletzten gegen die DJK Offenburg. Lucian Blaszczyk, der polnische Nationalspieler, geht mit einer 3:1 Führung für seine Mannschaft an den Tisch. Und sein Gegner kommt ebenfalls aus Osteuropa, aus Tschechien. Es ist Richard Výborný, ebenfalls Nationalspieler seines Landes. Auch in dieser Partie die Rollen eigentlich klar verteilt. Das zeigt schon der Blick auf die Weltrangliste. Blaszczyk die Nummer 22, Výborný die Nummer 76. Die Partie zwischen Lucian Blaszczyk, schlägt auf der Pole, und Richard Výborný beginnt. Offenburg liegt in Grenzau mit 1:3 zurück und damit hat der Außenseiter immerhin schon mal ein besseres Ergebnis als im Hinspiel sicher. Da gab es nämlich zu Hause eine 0:6 Packung. Sein Gegenüber, Lucian Blaszczyk, 27, beide schon langjähriger internationaler Erfahrung. Blaszczyk, einer, der das kompromisslose Spiel liebt. Ganz, ganz schnelle Vorhand-Topspins favorisiert. Das ist seine Spielanlage. Spielt wesentlich weicher als Blaszczyk. Seine Vorhand-Topspins also etwas langsamer. Dafür aber mit mehr Effet. Und bisher gelingt es dem Tschechen ganz gut, die Regie zu übernehmen. Und das ist Lucian Blaszczyk, wie er leibt und lebt. Hat er geahnt, dass Výborný länger aufschlagen würde. Hat seine Rückhand voll umlaufen und die Vorhand voll durchgezogen. Sehr gut reagiert von Richard Výborný mit einem Vorhand-Flip, diese kurze Bewegung über dem Tisch. Auch das eine Sache der Antizipation, so nennt man das ja, das Vorausahnen von dem, was der Gegner machen wird. Wieder sehr, sehr weiche Rückhand von Výborný, und Blaszczyk hat da gegen im Moment noch nicht das richtige Rezept gefunden. Ball, deshalb hebt Lucian Blaszczyk auch entschuldigend den Finger. Das ist tischgemäß Etikette bei Netzrollern oder Kantenbällen, die man einfach nicht trainieren kann, sondern die reine Glückssache sind. Macht man das? Sein Rückhand-Topspin von der Netzkante über den Tisch springt. Aber
Siborny macht das bisher in diesem ersten Durchgang auch clever. Agiert mit möglichst viel Effet. Weil wenn das Spiel schneller wird, das haben Sie gerade wunderbar gesehen, dann ist Blaschczyk ganz klar der bessere Mann. Da hat er die Geschwindigkeit von Vibornis Topspin voll mitgenommen. Das ist das Spiel des explosiven nur 1,70 Meter großen Polen. Wurde es wieder schneller und wenn es schneller wird, dann ist es immer gut für Blaschczyk, tendenziell zumindest, und eher schlechter für Vibornyi. Ja, hat Vibornyi die Chance mit der Vorhand nachzusetzen, verfehlt den Ball aber ganz knapp. Mama Mia, mag er sich denken. Das war deine Chance, dir zwei Satzbälle zu erarbeiten, aber stattdessen steht es 9-beide. Einer von beiden wird gleich Satzball haben in diesem ersten Durchgang. Das ist Lucian Blaschczyk. Da der Versuch eines ganz, ganz weichen Rückhand-Topspins von Vibornyi scheitert. Das war mal ein relativ weicher Topspin von Lucian Blaschczyk. Diese Variante beherrscht natürlich auch. Nicht nur schnell und hart die Vorhand-Topspins durchziehen. Wenn er diese Variante nicht könnte, wäre er nicht ein Spieler der Weltklasse. Er versucht Vibornyi wieder was mit seiner Rückhand, aber drückt ihn nicht ein, stattdessen Topspin Nummer 2 für Blaschczyk. Ah, und da braucht Vibornyi den Ball nur noch auf den Tisch zu bringen. Zwischenzeitlich von dem Tschechen, der allerdings doch relativ günstig abspringt für Blaschczyk. Trotzdem Punktgewinn für Vibornyi, 11-beide. Und aller guten Dinge sind 3. Der dritte Satzball für Lucian Blaschczyk, dessen größter Erfolg der Gewinn der Silbermedaille bei den Europameisterschaften 1998 mit der polnischen Nationalmannschaft war. Silber mit der Mannschaft. Blaschczyk gibt sich keine Blöße bei eigenem Aufschlag, arbeitet sich seinen vierten Satzball in Folge heraus. Aber Vibornyi schlägt kurz auf, gibt Blaschczyk keine Möglichkeit, in die Offensive zu gehen und setzt sofort mit einem Rückhand-Topspin nach. Also der Tscheche zeigt bisher in diesem ersten Durchgang gute Nerven, hat jetzt schon 4 Satzbälle abgewehrt. Die Nervenstärke der Tischtennisspieler ja durch die neue Zählweise, durch die kürzeren Sätze noch mehr gefordert als vorher, weil es viel, viel mehr Entscheidungssituationen gibt, deshalb aber auch mehr Spannung. Das war ja der Grund für die Regeländerung durch den Weltverband. Und die Chance für Richard Vibornyi, den Satz zu seinen Gunsten zu beenden. Und das bei eigenem Aufschlag. Und das gelingt ihm. Er ballt die Fonds. Der Tscheche hat 4 Satzbälle abgewehrt. Und dann doch noch diesen ersten Durchgang für sich entschieden. Mit 15 zu 13
Richard Wiborny, der Außenseiter, geht in dieser Partie mit 1:0 in Führung. Nach Abwehr von 4 Matchbällen, der Mann aus Tschechien, den sie gerade im Bild sehen. Aber dann hat Christian Blaschik ganz klar die Regie übernommen in dieser Partie. Er war der Favorit der Pole. Und das hat er seinem Gegner aus Tschechien dann auch ganz klar gezeigt. 2:1 nun die Führung nach Sätzen für Blaschik und 7:3 im vierten Satz. Also nicht mehr weit vom Sieg entfernt, der Pole. Und von einer 5:1 Führung für den TTC Grenzau. Das wäre dann wohl die endgültige Vorentscheidung in dieser Partie. Dann Sie sehen nochmal das bisherige Ergebnis eingeblendet. Der dritte Satz wieder recht eng mit 11:9. Und jetzt das Schick nur noch ganz hauchdünn entfernt von einem Sieg. Jetzt nämlich nur noch einen Punkt, obwohl er seinem Gegner jetzt einen schenkt mit einem Fehlaufschlag, aber das kann natürlich mal passieren. 6:10 aus der Sicht von Wiborny, immer noch 4 Matchbälle für Lucian Blaszczyk, den Polen. Nummer 22 der Weltrangliste. Und den zweiten macht er dann auch. 3:1, am Ende doch noch relativ deutlich besiegt Lucian Blaszczyk, die polnische Nummer 4 des TTC Grenzau, seinen tschechischen Kontrahenten Richard Wiborny. Und damit bringt der Pole den hochfavorisierten TTC Grenzau, den amtierenden deutschen Meister und Bundesliga-Tabellenführer, gegen den drittletzten Offenburg mit 5:1 in Führung. Führt der amtierende deutsche Meister und souveräne Bundesliga-Spitzenreiter TTC Zugbrücke Grenzau.